Hallo und guten Morgen, ich bin Chris von Shoulder Content Marketing. Wir machen hochwertige Inhalte fürs Internet. Eigentlich wollte ich euch von unserem neuesten Podcast-Projekt erzählen. Wir machen nämlich den Podcast Erlebnis Irland und im Augenblick sind die Reisevorbereitungen in der heißen Phase, weil wir demnächst nach Irland fahren. Und ich wollte euch ein paar Reisetipps durchgeben. Allerdings ist uns ein anderes Thema dazwischen gekommen, und zwar im Bereich Content Marketing. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen gesehen, durch die Zeitung geistern ziemlich viele Artikel über den YouTuber Rezo und sein Video zerstört die CDU, beziehungsweise ein YouTuber greift die renommierten Parteien an. Also das Video geht nicht nur gegen die CDU, sondern auch gegen die Politik der SPD, FDP, AfD, also gegen alle die Volksparteien, die zurzeit an der Regierung sind. Also auch geht es mehr oder weniger auch gegen die Regierung. Rezo, wer ist Rezo? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt, was da eigentlich los ist. Bisher habe ich das auch ignoriert. Aber morgen sind Wahlen und deshalb dachte ich, wir schauen uns das mal noch genauer an. Rezo, wer ist Rezo? Rezo ist ein YouTuber oder neudeutsch ein Influencer. Was ist ein Influencer? Ein Influencer gab es schon immer. Das sind Leute, die andere beeinflussen, die Meinung der anderen. Heute nutzt man diese Leute gezielt irgendwelche Unternehmen, um potenzielle Kunden von ihren Produkten zu überzeugen. Es gab sie schon immer, ja. Testimonials könnte man auch dazu sagen. Also Leute, die sagen, okay, die Sachen sind gut, legt euch die zu. Also solche Menschen gab es im Prinzip schon immer. Was macht Rezo? Er macht YouTubes. Ja. Er hat zwei YouTube-Channels und insgesamt 2 Millionen Abonnenten. Der eine Channel, um den es geht, also ein YouTube-Kanal, ein Kanal, wo er Videos von sich postet oder zu bestimmten Themen postet, das ist ein YouTube-Kanal. Was macht er auf dem Kanal? Also die Videos, die ich gesehen habe, zum Beispiel eins, da ging es darum, um Anmachsprüche mit Annie the Duck, ja, eine andere YouTuberin, mit der er öfters Videos produziert und zu sehen ist. Also eigentlich geht es um Trends, Lifestyle-Geschichten, Musik, das sind eigentlich so seine Themen. Aber er ist nicht nur YouTuber. Also laut eigener Info, laut Wikipedia sagt er sei Master im Bereich IT und er ist ungefähr 27 Jahre alt. Also auch noch gar nicht so alt. Mit seinem YouTube-Kanal verdient er Geld. Sein YouTube-Kanal gehört zu Tube One. Das ist ein Netzwerk, das dann wieder einem Medienunternehmen unterstützt wird, das dann das Ganze werbetechnisch verwertet. Beziehungsweise er betreibt einen eigenen Online-Shop, in dem er Shirts, Mützen und solche Dinge verkauft mit seinem eigenen Logo drauf. Also er hat sich im Prinzip als YouTuber zu einer eigenen Marke entwickelt. So, und was ist jetzt passiert? Dieser Rezo, der sich eigentlich, ja, er ist schon auch ein ernsthafter Typ, er hat auch ernsthafte Themen, aber überwiegend sind es eher unterhaltsame Themen, mit denen er seine 1,6 Millionen Abonnenten bespaßt. Der hat jetzt ein Video gepostet zum Thema, jetzt reicht's, die Zerstörung der CDU. Die macht jetzt im Augenblick ziemlich Furore im Web. Mittlerweile hat dieses Video 9 Millionen Aufrufe. Und nachdem es jetzt nochmal ordentlich gegärt hat, haben die YouTuber oder hat man nochmal nachgelegt. Und es gibt jetzt ein weiteres Video, das hat jetzt noch nicht ganz so viele Aufrufe, nur 1,6 Millionen im Augenblick, von nochmal 90 YouTubern, die das Ganze unterstützt. Wenn man das jetzt mal so im Kopf hochrechnet, ich habe 1,6 Millionen Abonnenten und ich habe nochmal 90 YouTuber, die das unterstützen, die nochmal ähnlich so viele pro Nase, ähnlich so viele Follower haben, dann bin ich wahrscheinlich schon mal bei, boah, 90 Millionen. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt alles. Wenn du jetzt mal überlegst, Deutschland hat 80 Millionen Menschen, die hier leben. Also rein theoretisch
mehr als einmal die komplette Abdeckung haben wir jetzt im Prinzip durch. Was hat er jetzt also gepostet? Er hat ein Video gemacht, circa 55 Minuten lang. Ich werde das nachher mal noch verlinken. Da kritisiert er die Sozialpolitik, die Schere der Armut und der Reichen, die immer weiter auseinander geht, die Defizite in der Bildung, also dass nicht in die Bildung investiert wird. Massiv kritisiert er die Klimapolitik der Parteien und die Energiepolitik, vor allem eben von den im Augenblick regierenden Parteien. Er kritisiert die Kriege und die Erlaubnis der USA von Deutschland aus, von Ramstein aus, Drohnen zu steuern und eben irgendwo gezielt Menschen zu töten. Und er kritisiert die Kompetenz der Menschen. Ja? Alles belegt er mit Quellen. Ja? Ob das jetzt so alles so stimmt, habe ich jetzt nicht nachkontrolliert, aber es sieht alles sehr fundiert aus im Prinzip. So, warum ist das jetzt wichtig für unser Thema Content Marketing? Natürlich für Deutschland ist es wichtig oder für Europa ist es wichtig. Morgen ist Europawahl. Aber warum ist jetzt dieses Ereignis wichtig fürs Content Marketing? Was sehr beachtlich ist, ein Mensch allein mischt die ganze Politikszene auf in Berlin. Also da geht es gerade relativ drunter und drüber. Und die Frage, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie hat er das gemacht? Ja? Hätte ein YouTuber mit nur 100, 200, 300 Fans so ein Video gepostet, das wäre wahrscheinlich mehr oder weniger ungesehen irgendwo in den Weiten des World Wide Web untergegangen. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Video viral geht, wäre deutlich geringer als das, was jetzt passiert ist. Hätte zwar auch passieren können, aber es wäre relativ unwahrscheinlich gewesen und damit hätte sich die Sache erledigt. Was dieser Riso gemacht hat, er hat im Prinzip eine kommunikative Atombombe gezündet. Ja. Er hat im Prinzip 1,6 Millionen Abonnenten, wenn man rechnet, dass sein Video vielleicht von der Hälfte gesehen werden würde oder von einer Million gesehen werden, ist das immer noch eine ganz gute Reichweite. Dann hat es die Presse aufgenommen, immer aufgrund von seiner Reichweite an Fans, haben das jetzt die traditionellen Medien aufgenommen. Das gab nochmal einen kompletten Boost. Ja? Also wenn ich jetzt sage, das Video hat jetzt im Augenblick 9 Millionen Aufrufe, dann bedeutet das im Prinzip, dass mehr als 10% das Video gesehen haben. Wenn das jetzt in der Presse rauf und runter genottelt wird, angefangen von der Süddeutschen über die Frankfurter Allgemeine Zeitung und welche es da alle noch gibt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er nicht nur 10% erreicht hat, vielleicht sogar 50% oder 60%, wenn nicht noch mehr der deutschen Bevölkerung. Das ist schon recht ordentlich. Also rein kommunikativ ist das schon ein ziemlicher Orkan, den der da losgetreten hat. Und eigentlich hätte das gar nicht funktionieren dürfen, weil es ja immer heißt in den Social Medias, es ist, deine Fans glauben es dir nicht, wenn du andere Themen bringst, wie die du hast. Also du kannst jetzt nicht als Fotograf auf einmal erzählen, okay, ich finde diesen und diesen Schuh voll geil, weil er auf diesen und diesen, aus diesem und diesem Grund technisch einfach super ist. Ja, das wäre Thema Schuhe, Fotografie, das geht nicht zusammen. Aber er hat jetzt im Prinzip sonst immer so eher unspektakuläre Themen wie eben Anmachsprüche und jetzt auf einmal doch sehr, sehr ernste Themen, sehr, ja, auch radikal, aber eher politische Themen. Ja? Hätte das überhaupt funktionieren dürfen? Eigentlich nein. Eigentlich kommt es immer ziemlich schlecht, wenn einer aus dem Social Media Bereich oder ein Influencer auf einmal das Thema ändert. Ja. Nehmen wir zum Beispiel Calvin Hollywood, als er im Prinzip jetzt angefangen hat, dann anzufangen, Coach zu werden und auch normale Unternehmen zu coachen, Unternehmer, die nicht aus dem Fotobereich sind, hat ihm das nicht nur wohlwollende Kommentare eingebracht. So, aber was so explosiv ist bei diesem Thema, ist die Mischung, was das Ganze so vorantreibt. Das ist die Mischung aus verschiedenen Sachen. Also, das geht es nicht nur darum, zwar auch ein Hauptthema ist, dass der
Rezo eine hohe Fanbase hat, nennt sich das, also viele Fans, die ihm zuschauen, sondern auch die ganze Mischung. Also da er ja Trends, sich mit Trends beschäftigt und auch Themen hat, die eben auch die, sage ich mal, Jugendlichen, ich meine, er ist jetzt so um die, was habe ich gesagt, 27 Jahre alt nach seiner Auskunft und einigermaßen gebildet, wenn er tatsächlich einen Master in IT hat, wie er sagt, dann ist es so die ganze Mischung. Er beschäftigt sich mit Themen, die seine Community so umtreibt. Dazu gehört durchaus auch die Klimakiste, ja, also der Klimaschutz, wie wir das ja jetzt haben mit Fridays for Future, das, was in seinem Video dann auch vorkommt. Also zum einen ist es sehr wohl ein Thema, das, mit dem er sich befasst. Es war der Überraschungsmoment. Bisher war immer, ist immer von der Politik angenommen worden, ja, eine gewisse Generation, die ist da überhaupt nicht interessiert dran. Die ist da sehr wohl interessiert dran. Nur bisher hat sie sich halt nicht allzu sehr darüber geäußert. Von daher gesehen, ist das natürlich, sehr, ja, ist das natürlich ein Angriff. Oder eine Attacke, die kam aus der Ecke, mit der hat eigentlich im Prinzip keiner gerechnet. Kein Kommunikationsmensch der bisherigen Volksparteien. Er ist Kommunikationsfachmann. Ja? Jemand, der auf YouTube 1,6 Millionen Follower hat, der weiß, was er tut. Der weiß, wie man Reichweite erzielt. Und er ist natürlich Influencer. Ja? Also er weiß auch, wie er sich am besten präsentiert, um irgendwelche Dinge auch an den Mann zu bringen. So, auch scheinen sein Beitrag sehr fundiert zu sein. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob das alles so passt. Er sucht sich auch nur sehr viele Schwerpunkte, nur was heißt einige Schwerpunkte raus, drei oder vier. Also natürlich ist das ganze die ganze Politik, um was es sich dreht in Europa oder auch in Deutschland, deutlich komplexer. Aber er sucht sich die wichtigsten Schwerpunkte raus und zerlegt quasi buchstäblich die Politik der bestehenden Parteien. Die Parteien stehen da ziemlich ratlos gegenüber dem Ganzen. Ja? Zum einen war das Ganze ein sehr überraschender Angriff aus einer Ecke, aus der sie gar nicht gerechnet haben, auf die sie eigentlich rein von der Aufstellung her, von der Kommunikation, überhaupt keine Antwort wissen, was sie machen sollen. Auf der einen Seite haben wir die traditionelle Politik. Ja, die beruht auf Konsens, ja, also alle Ideen, alle Probleme werden mehr oder weniger so lange diskutiert, bis sie zerredet sind. Und auf der einen Seite haben wir einen Hardliner, der im Prinzip das Ganze schonungslos einfach mal durchleuchtet. So tut er zumindest. Ob das jetzt so ist, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht kontrolliert. Rezo stellt das ganze politische System einfach mal so in Frage. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ich habe hier nämlich ein Skript, dass ich nichts vergesse. Ähnlich im Prinzip wie die Gelbwesten in Frankreich. Ja, die Gelbwesten in Frankreich haben so funktioniert, irgendwo hat man sich übers Netzwerk, gab es jemand, der sich geäußert hat, der sauer war, der frustriert war von der augenblicklichen Situation, hat das geäußert in Facebook. Es hat sich ein Netzwerk um den gebildet und so kam es dann zu den Demonstrationen. Hier ist es ähnlich und doch ganz anders. Rezo ist eine Person, die im Prinzip das Ganze angestoßen hat. Da sieht man mal, welche Power, welche Macht ein Einzelner hat. Ja, also in Frankreich waren es viele. Und hier ist im Prinzip einer, ein Meinungsführer, der im Prinzip das Ganze angeschoben hat. Ich meine, in Frankreich war es auch so. Nur den wir hier haben, der sagt es eigentlich sehr deutlich und er steht eigentlich als einer da. Um den haben sich jetzt zwar auch sehr viele Personen gesammelt, aber eigentlich ist es eine One-Man-Show. So, es gelingt einer einzigen Person mit einem Video das ganze politische System in Deutschland ins Wanken zu bringen und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Es sollte ein Video gedreht werden, aber wie willst du auf sowas antworten, was er da an den Start gestellt hat? Es sind einfach komplett unterschiedliche Systeme. Ja? Zum einen ein Konsens, ein traduiertes System, das auf Konsens beruht, ja, also es werden Versprechungen gemacht, es werden Dinge erzählt. Es wird immer probiert, da möglichst wenig Geschirr zu zerbrechen und er sagt einfach, okay, wir haben das Problem, das Klima wird in wenigen Jahren nicht mehr zu reparieren sein und das ist einfach so, Punkt.
Was willst du dagegen argumentieren? Du kannst ganz schlecht sagen, nee, das ist nicht so, das ist alles gelogen. Und entsprechend gibt es da relativ wenig Möglichkeiten zu reagieren. Egal wie eine Partei reagieren würde, es wird in einem Shitstorm enden. Und auch wenn man jetzt mal dieses Antwortvideo anschaut, was jetzt im Augenblick, was nachgelegt wurde, in dem das Statement, in dem die 90 YouTuber im Prinzip sich dazu äußern, die nehmen das auch schon auf, die nehmen das auch schon vorweg und sagen, ja, ihr könnt jetzt viel behaupten, ihr könnt jetzt sagen, wir sind irgendwoher beeinflusst und bla und überhaupt, aber dem ist nicht so. Ja, im Prinzip, egal was jetzt geantwortet wird, es kann nur daneben gehen. Ja, das hätte man müssen so regeln im Vorfeld. Zu dieser Situation hätte es erst gar nicht kommen dürfen. Die Parteien hätten die ihre potenziellen Mitglieder, also in dem Augenblick mal die Jugendlichen und Junggebliebenen, nicht vergessen dürfen. Das sind zwei komplette Systeme, die komplett inkompatibel sind, während das eine allerdings deutlich lauter ist, während die Politik mittlerweile keine Ideen mehr hat. Ja, okay, aber wir wollen uns jetzt eigentlich nicht mit der Politik beschäftigen, sondern eher mit der kommunikativen Reichweite und was bedeutet das für die Kommunikation? Also ein Mann sorgt für Furore im ganzen Land und das kurz vor der Wahl. Also was das jetzt die einzelnen Parteien an Stimmen kostet, das kann man so gar nicht abschätzen. Dieses Prinzip funktioniert aber grundsätzlich im ganzen Content-Marketing-Bereich. Ja? Das gilt jetzt nicht nur für diesen YouTuber, für den Riso, das gilt auch für alle anderen Unternehmer. Und das ist auch schon mehrfach passiert, nur halt im Kontext der Politik noch nie. Genau dieses Prinzip ist das, was Entrepreneure unserer Zeit schon des Öfteren auch durchgezogen haben. Nehmen wir mal Steve Jobs von Apple, nehmen wir mal Bill Gates mit seinem Microsoft, nehmen wir mal die Claudia Hemming von Davanda. Ja? Es ist möglich heutzutage, also nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, mit den bestehenden Mitteln des Internets mit Großen zu konkurrieren. Ja? Egal, ob das jetzt Parteien sind oder Gewerkschaften, Parteien oder Firmen sind, das ist vollkommen egal. Man kann Reichweite erzeugen und es ist möglich, gehört zu werden. Und das ist ein Punkt, der heute sehr stark unterschätzt wird. Wie Riso schön zeigt, lassen sich mit der richtigen Kommunikation zur richtigen Zeit ungeahnte Dinge bewegen oder erreichen. Ja? Er demaskiert im Prinzip die Politik oder die Parteien. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, es ist so, wie es früher war oder wie es jetzt im Augenblick ist, du gehst in den Laden, willst ein Produkt kaufen, der Händler erzählt dir irgendwas und du sagst, das ist kompletter Bullshit. Ich weiß es eh schon, ich habe mich darüber schon informiert, ich habe im Internet schon nachgeguckt, ich weiß im Prinzip, was Sache ist. Und genauso kommt dir das im Prinzip vor. Und um nochmal zurückzukommen zu unserem Thema, zum Content Marketing, genauso funktioniert auch Content Marketing. Ich liefere im Prinzip die Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt. Ich liefere hochwertigen Content und dann schaffe ich das auch, entsprechende Reichweite zu erzeugen und auch entsprechende Menschen zu erreichen. Und es ist vollkommen egal, mit welchem Inhalt, aber das geht relativ problemlos. Ja, wir sehen es hier auf YouTube, das geht auf Instagram, das geht auf Facebook. Und man darf solche Strömungen einfach nicht unterschätzen. Und hier haben jetzt mal wieder irgendwelche Leute irgendwelche Dinge unterschätzt oder nicht gesehen und gedacht, okay, das geht alles so. Und das Ergebnis ist jetzt, dass es hier, dass die Auswirkungen nicht abzusehen sind. Wir können gespannt sein. Nächste Woche werden wir sehen, was es gebracht hat oder was es nicht gebracht hat. Ich bin gespannt. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann im Laufe der nächsten Woche, aber dann wirklich mit Reisetipps zu Irland. Und draußen scheint die Sonne, eigentlich hätte es regnen sollen. Geht raus, macht was draus. Schönes Wochenende.